Hallo und herzlich willkommen bei Avicosa Leben in Balance, bei unserem Videoblog, in dem es heute ausnahmsweise mal nicht um das Thema Hypnose geht, jedenfalls nicht vorrangig, auch wenn das eins meiner Lieblingsthemen ist. Aber es geht um ein Thema, das in der Hypnosetherapie relativ häufig vorkommt. Stell dir mal vor, jemand hätte dir ein Kompliment gemacht oder dich gelobt oder in Anwesenheit anderen so ein Stück weit in den Vordergrund gestellt und gesagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht. Das war prima, das war wirklich eine super Leistung. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das ausnahmslos gut? Ist das ein Gefühl von, oh ja, mehr davon? Oder ist es etwas, wo du sagst, ist ja schon gut, war ja nicht so doll? Oder ist es etwas, was dich sogar antreibt? Etwas, was du dem du fast schon hinterher rennst, ohne dass du dich nicht gut fühlen würdest? Ist es etwas, was dein Level steigert? Oder ist es etwas, was du brauchst, damit du überhaupt auf einem ganz normalen Wohlfühl-Level bist? Beide Seiten, sowohl einmal dieses Kleinmachen eines Lobs, als auch das Hinterherjagen, zeigen, dass deine Meinung über dich selbst nicht die beste ist. Dass das, was im Lob transportiert wird und das, was du über dich selber denkst, nicht zusammenpasst. Das eine ist wohlwollend und dich aufwertend, und deine eigene Meinung ist vielleicht nicht so wertig, nicht so wertschätzend über dich selbst, weil du das vielleicht irgendwann gelernt hast, weil du vielleicht strenge Eltern hattest oder die immer wieder gesagt haben, du wirst nie zu was bringen, oder weil du selber irgendwann mal die Erfahrung gemacht hast oder irgendeine Niederlage im Leben hattest, die du noch nicht so richtig verarbeitet hast. Auf jeden Fall zeigen beide Haltungen, sowohl dieses Hinterherjagen nach Anerkennung als auch die Haltung, es war gar nicht so toll, was ich gemacht habe, zeigen, dass du etwas von dir glaubst, was dir nicht dienlich ist. Etwas von dir glaubst, was dich nicht gut fühlen lässt. Der Teil 1, dieses Kleinmachen und ach, das war nicht so schlimm, der zeigt eigentlich, dass du dich tatsächlich auch klein fühlst. Dass du dich nicht so groß und vielleicht mächtig fühlst und erfolgreich, wie du bist. Und damit, diese Überzeugung, die behindert dich an ganz vielen Stellen am Leben. Das kannst du vielleicht bemerken, das merkst du vielleicht selbst. Landläufig sagen wir, du hast ein geringes Selbstbewusstsein, wobei das vielleicht nicht immer die richtige Wortwahl ist, sondern eher einen geringen Selbstwert. Und in dem Moment nimmst du dir natürlich die Möglichkeit, beispielsweise in einem Jobgespräch das Richtige auszudrücken, das Richtige auszustrahlen. Oder wenn es darum geht, Frauen oder Männer anzusprechen, ja, dann bist du vielleicht eher zurückgezogen. Der andere Teil, die eher hinter Komplimenten, hinter Lob herjagen und davon abhängig sind, auch das zeigt, dass die Meinung über dich nicht so großartig ist, beziehungsweise dass du dich nur dann gut fühlst, wenn jemand anders dir ein Kompliment macht, und ansonsten geht es dir nicht gut. Auch das ist nicht gut, weil du dich in eine unwahrscheinliche Abhängigkeit begibst. Auch das behindert dich im Leben, weil andere darüber entscheiden, wie du dich fühlst. Letztlich führen beide Dinge auf ein Thema zurück, das Thema Selbstwert. Und die Frage ist, was denkst du tief in dir drin über dich selbst? Hältst du dich für gut, hältst du dich für erfolgreich, hältst du dich für wert genug, bestimmte Dinge im Leben zu erreichen, eine gute Beziehung zu haben oder einen tollen Job zu haben? Hältst du dich für wert genug, dass man mit dir befreundet ist? Egal, was du über dich denkst, dein Leben richtet sich danach. Egal, wie dein Glaubenssatz zu dem Thema ist, entweder du denkst, du bist das Letzte und du kriegst immer nur die blödesten Typen ab, schau dich mal an in deinem Leben. Wahrscheinlich war es so, wenn du das über dich denkst. Mit einem Glaubenssatz, mit einer Überzeugung darüber, dass du
bestimmte Dinge nicht wert bist, ziehst du diese Dinge auch nicht an, weil du es einfach nicht ausstrahlst, weil du bestimmte Menschen damit auch nicht überzeugen kannst, gerade im Berufsleben, gerade in der Beziehung. Und von daher ist es einfach wichtig, mal in sich hineinzuhorchen und zu überprüfen, wie gehe ich denn beispielsweise mit einem Kompliment um? Wie gehe ich damit um, wenn mir jemand ein Lob ausspricht? Und wenn du merkst, so ganz sauber ist das nicht, ich kann das nicht einfach annehmen, mich darüber freuen und dann ist das auch okay, dann solltest du etwas für deinen Selbstwert tun. Das können kleine Übungen sein, das kann in Form von Autosuggestion, von Selbsthypnose passieren. Das wäre so mein Favorit. Beziehungsweise wenn du merkst, du kommst damit nicht zurecht, du kannst das für dich alleine nicht regeln, dann solltest du dir einen guten Hypnosetherapeuten suchen und ihn die Arbeit machen lassen. Oh, wenn das die Kollegen hören. Natürlich machst du die Arbeit, aber mit seiner Hilfe. Also, eine kleine Übung könnte sein, dass du einfach am Tagesende mal schaust, was habe ich heute gut gemacht? Was ist mir gut von der Hand gegangen? Wo kann ich stolz auf mich sein? Was habe ich gut gemacht? Wofür kann ich mich wertschätzen heute? Und das machst du einfach mal Tag für Tag, einen ganzen Monat lang. Und du schaust mal, wie sich deine Gedanken über dich verändern. Und am Beispiel der Autosuggestion könntest du dir eine kleine Suggestion zusammenbauen. Je nachdem, wie dein Problem liegt. Ich bin es wert, geliebt zu werden, oder ich bin ein wertvoller Mensch, ich bin ganz selbstbewusst und stark. Bau dir die Dinge zusammen, die du möchtest. Mach es nicht zu lang. Und dann wiederhole diesen Satz im Geiste wieder und wieder. Am besten, du nimmst dir ein bisschen Ruhe und wiederholst diesen Satz. Stellst dir vor, wie du das Ziel erreicht hast, bringst ein gutes Gefühl dazu, ja, Emotionen pushen das Ganze noch nach vorn und dann machst du das mal ein Weilchen. Auch so einen Monat lang und dann wirst du sehen, wie sich die Dinge verändern. Und wenn du damit nicht zurechtkommst, dann, genau, suchst du dir einen guten Hypnosetherapeuten und buchst einen Termin und dann packt ihr das gemeinsam an. So, ich hoffe, dass ich ein wenig dir helfen konnte, auf die Sprünge zu erkennen, ob es dieses Problem überhaupt bei dir gibt und wenn ja, dass du dich aufmachst, es zu lösen, denn es wartet ganz viel Gutes auf dich, ganz viel Veränderung in deinem Leben, wenn du gut über dich denkst, wenn du richtig etwas Gutes von dir hältst. Wir sprechen da nicht von arroganten Übersteigerungen, aber du solltest dich einfach lieb haben. So, das war's von meiner Seite. Wenn du mal selber eine Frage hast zu irgendeinem Thema, dann schick sie mir. info@avicosa.de. Die E-Mails werden auf alle Fälle beantwortet und vielleicht ist da auch das ein oder andere Thema wert, was sich dann häuft und dann gibt es dazu einen neuen Videoblog. Okay, also bis dahin, hab eine gute Zeit und hab dich lieb. Bis dann!